Tatsächlich erreicht Ingo Lenzen schon am nächsten Tag einen Hilferuf seiner Mandantin. Lea Schiller hat Angst. Die schwangere Konditorin fühlt sich verfolgt und vermutet, dass ihr Ex-Freund Robin Bruckner dahinter steckt. Mensch, schau mal. Ach, Scheiße, Mann. Und wer macht denn sowas? Hallo, Frau Schiller. Hallo, ja, guten Tag. Schauen Sie mal, was hier bei der Türe liegen haben. Oh nein. Kann die von ihm sein? Natürlich sind die von Robin. Kommen Sie rein. Der macht mich fertig. Schau mal. Jetzt der ist auch irre. Jetzt kommt er mir noch mit Rosen. Also, vorhin bin ich von der Apotheke zum Drogeriemarkt gelaufen. Und da hatte ich irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, als ob mich jemand verfolgt hat. Und ich habe mich umgedreht und da war jemand. Der hatte eine ziemlich auffällige Jacke. Und man konnte sein Gesicht nicht erkennen, weil das Käppi so tief gezogen war. Was war so auffällig an der Jacke? Weil die Jacke, die gibt es hier in Deutschland nicht. Und so eine Jacke hat eigentlich nur Robin. Es kann nur Robin gewesen sein. Die hat er sich extra aus den USA bestellt. Und vorhin, wo ich noch im Park unterwegs war, war er auf einmal schon wieder da. Wie kann denn das sein? Der verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Aber woher weiß der immer, wo Sie sind? Ich weiß es nicht. Gibt's denn irgendwas, was Sie täglich bei sich haben? Immer dieselbe Jacke, vielleicht ein Portemonnaie, eine Tasche, Rucksack. Eine Tasche? Eine Tasche. Eine Tasche? Können wir sehen? Komm mal, klar. Das ist sie. Und die Tasche haben Sie täglich bei sich? Genau, die habe ich immer mit. Darf ich mal einen Blick reinwerfen? Natürlich. So, jetzt erzählen Sie mal. Ist denn sonst noch irgendwas gewesen, was für Sie besonders auffällig war in der letzten Zeit? Er wusste von der Schwangerschaft. Woher? Ich weiß es nicht. Ich habe ihm das nicht erzählt. Er bombardiert mich mit Nachrichten. Wer wusste denn? Wem haben Sie denn überhaupt von der Schwangerschaft erzählt? Na, Sie, dann Janis und meine Chefin Birte. Der musste ich das erzählen, jetzt, weil ich mich ja krank gemeldet habe. Was ist das denn? Das ist ein GPS-Tracker. Und der war bei mir in der Tasche? Mhm. Der war bei Ihnen in der Tasche. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, kann man mit diesem Ding auch abhören? Das ist eine Wanze. Kann ich dir gar nichts zu sagen. Ich muss mal ganz kurz telefonieren. Ja, genau. Das ist die Aufgabe des GPS-Trackers. Sarah? Du, wir sind gerade bei Frau Schiller. Und in der Handtasche von Frau Schiller, da haben wir einen GPS-Tracker gefunden. Und fragen uns jetzt, ob der gleichzeitig auch eine Wanze sein kann. Okay, dann bringe ich ihn dir vorbei, dann kannst du es überprüfen. Ja? Danke, ciao. Und? Sie weiß es nicht. Dürfen wir den mitnehmen? Sie würden ihn jetzt gerne überprüfen. Natürlich, natürlich. Alles klar. Sie sollten aber auch das Haus nicht alleine verlassen. Das verspreche ich Ihnen. Ich lasse Lea nicht aus den Augen. Okay, gut. Okay. Ja? Gut. Wunderbar. Da der erfahrene Anwalt weiß, wohin Stalking im schlimmsten Fall führen kann, will er dem Einhalt gebieten. Dafür muss Ingo Lenzen jedoch nachweisen, ob und warum Robin Bruckner seiner Ex-Freundin nachstellt, obwohl er sie betrog. Sarah Grüner liefert tags darauf neue Ergebnisse. Also ich habe mit Sarah gesprochen. Die sagt mir, dass dieser GPS-Tracker keine Wanzenfunktion hat. Das heißt, du kannst mit dem nicht abhören. Ja, aber da muss man mit irgendjemand erklären, wie dieser Robin Bruckner von der Schwangerschaft wusste. Ach, das wüsste ich auch mal gerne. Aber warte mal. Sarah? Hi, du, ich glaube, ich weiß jetzt, warum der Bruckner von der Schwangerschaft wusste. Also ich denke mal, dass die Chefin von der Frau Schiller ihm das gesteckt hat. Ich war gerade auf so einem Forum, da tauschen sich Leute über Startups aus und die hat die richtig viel dazu geschrieben und meinte, dass sie auch gerade dabei ist, sich ein Geschäft aufzubauen und so und sie wisse ja gar nicht, wie sie jetzt damit umgehen soll, dass ihre einzige Mitarbeiterin schwanger ist. So, und dann hat sie noch geschrieben, dass sie halt auch ein Unding findet, dass der Kindsvater von der Schwangerschaft nichts weiß und sie findet, der müsste jetzt unbedingt davon wissen und sie wird ihm das jetzt auch gleich mal sagen. Sag mal, hast du dir dieses Sexvideo nochmal angeschaut? Ja, also eine Sache ist schon mal klar und zwar ist das tatsächlich aktuell. Ich habe nämlich gesehen, dass da eine Zeitschrift auf dem Nachttisch lag und habe dann da mal rangezoomt und dann ist mir aufgefallen, dass das eine aktuelle Ausgabe ist. Das ist heavy. Genau, und es wirkt halt auch ziemlich du, echt auf mich. Muss Sarah, sagen. Sarah, also ich muss aufhören. Da versucht mich gerade Frau Schiller anzurufen. Alles klar. Ja, bis später. Okay, ciao. Ja, tschüss. Frau Schiller? Ja, Lenzen. Ich halte das nicht mehr aus. Robin hat die Telefonnummer von Janis rausgefunden. Und jetzt ruft er die ganze Zeit an. Ich will, dass er damit aufhört. Ich will ihm das persönlich sagen, dass er mich endlich in Ruhe lassen soll. Okay, aber das machen Sie bitte nicht alleine. Wir holen Sie ab und dann fahren wir gemeinsam dahin. Aber glauben Sie wirklich, dass Sie dazu mental in der Lage sind? Ja, das bin ich. Okay, alles klar. Also dann warten Sie bitte auf uns. Wir sind gleich da.
Wenig später ist Ingo Lenzen mit seiner Mandantin auf dem Weg zu ihrem Ex-Freund und vermeintlichen Stalker. Robin Bruckner hat auch heute wieder Besuch von seiner Mutter, die erneut keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen Lea Schiller macht. Guten Tag, Herr Bruckner. Ich würde ganz gerne mit Ihnen reden. Geht das? Ja, klar. Danke. Hey. Hallo. Guten Tag. Ciao. Herr Bruckner, ich komme gleich zur Sache. Warum stalken Sie meine Mandantin? Warum packen Sie ihr diesen GPS-Tracker in Ihre Handtasche? Das kann gar nicht sein. Der kommt nicht von mir. Auf keinen Fall. Natürlich. Ich habe dich doch gesehen. Ich habe deine auffällige Jacke aus Amerika auch erkannt. Und auch die ganzen zahlreichen Anrufe. Du stalkst mich regelrecht. Lea, also das mit dem Verfolgen, das kann ich auf keinen Fall gewesen sein. Okay, ich habe dich ein paar Mal angerufen, aber mein Gott, ich meine, du bist schwanger. Wir müssen doch Dinge absprechen. Das muss doch geklärt werden. Schwanger? Das glaube ich nicht. Wie bitte? Was unterstellst du mir denn jetzt da bitte? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich glaube es nicht. Mutter, willst du mich verarschen? Ja, erst die Sache mit dem Auto, dann mit der Wohnung und jetzt kommst du schon wieder mit der nächsten Geschichte? Also wie redest du mit mir? Ich kann immer noch selbst entscheiden, was ich zu tun und zu lassen habe. Ja, Lea, bitte, du musst uns doch noch mal eine Chance geben. Denk an uns. Ich meine, wir sind schwanger jetzt. Das ist doch toll. Wir müssen doch nach vorne gucken. Weißt du, was ich nicht verstehe? Du sagst, du liebst mich. Und dann betrügst du mich mit deiner Ex-Freundin? Ja. Lass mich einfach in Ruhe. Lea, bitte. Lass mich in Ruhe. Ich hab's gehört. Lea, so schnell wirst du mich nicht los. Was haben Sie da gerade gesagt? Das ist eine Drohung. Eine Drohung mit einer Straftat, nämlich mit Stalking. Und wenn Sie das durchziehen, dann zeige ich Sie an. Und wir kommen wieder. Noch ist unklar, ob Robin Bruckners Worte eine Drohung sind oder der ohnmächtige Versuch, Lea Schiller zurückzugewinnen. Sicherheitshalber begleitet das Team die werdende Mutter zur Wohnung ihres Schulfreundes. Dort treffen sie auf ein bekanntes Gesicht. Das ist die Freundin von ihrem Schulkameraden, oder? Das ist doch Julia. Julia. Ach Mensch, schön, dass ich noch mal treffe. Ich wollte mich übrigens bei dir noch mal bedanken, dass ich einfach so bei meinem Jugendfreund einziehen kann, bei deinem Freund. Aber Janis hat mich danach gar nicht gefragt. Er ist nicht mehr mein Freund. Wie, er hat dich nicht gefragt? Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Es sind auch noch ganz viele Bilder von euch da. Ich weiß es nicht, warum Janis noch immer meine Sachen in seiner Wohnung hat. Vor 4 Wochen hat er die Beziehung leider beendet. Wir sind nicht mehr zusammen. Ich muss jetzt gehen. Ja, tschüss. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Weil er hat mir ganz explizit gesagt, dass sie seine Freundin sei. Was soll das für einen Sinn machen? Ich meine, warum nenne ich jemanden meine Freundin, wenn sie es nicht ist? Und er redet auch die ganze Zeit immer noch von ihr. Also, ich verstehe es nicht. Entschuldigung, ich muss kurz dran. Sarah? Hi. Du, ich habe doch diesen einen Bekannten, der so ein richtiger IT-Experte ist, ne? Den habe ich darum gebeten, ob er nicht dieses Sexvideo noch mal überprüfen kann. Und das hat er mittlerweile auch getan. Und hat es ausgewertet und was richtig Krasses dabei rausgefunden. Ja, und ich denke, ja, das sollten alle irgendwie persönlich erfahren. Okay, dann pass auf. Dann schau jetzt, dass alle Beteiligten in die Wohnung von Robin Bruckner kommen. Ingo Lenzen weiß jetzt, wer hinter dem Stalking und dem Sexvideo steckt. Der Anwalt versichert seiner Mandantin, dass sie die Begegnung mit ihrem Ex-Freund nicht zu fürchten braucht. Denn überraschenderweise ist Robin Bruckner in diesem Fall genauso Opfer wie Lea Schiller. Sarah. Hi. Sehr gut. Hast du den Steinbeck auch informiert? Ja, ich hoffe mal, er kommt. Ich habe ihm auf jeden Fall Bescheid gegeben. Ach, guck mal da, da ist er ja schon. Ach, hallo Janis, hallo. Hi Lea. Hi. Herr Bruckner. Oh. Ich glaube, für Sie wird das ein ganz angenehmes Treffen. Ja. Haben Sie nicht immer gesagt, Sie seien das nicht auf diesem Sexvideo? Ja, genau. Ja, Sie sind es auch nicht und das wissen wir mittlerweile. Okay. Das ist ein Deepfake-Video. Wissen Sie, was das ist? Nee. Frau Grüner erklärt es Ihnen. Ja. Genau, und zwar, ich habe einen Bekannten, der ist Computerexperte. So, und der hat mich rausgefunden, dass das auf dem Video in Wirklichkeit wildfremde Personen waren aus einem Internetporno. Schauen Sie mal, der hat hier auch einen Screenshot von gemacht. Also, das sind die eigentlichen Personen und da wurden jetzt einfach ihre Köpfe draufgesetzt. Also, raufretuschiert. Ja. Oh, das habe ich dir gesagt. Das tut mir leid. Das tut, oh. Sie gucken gar nicht hin, ne? Müssen Sie auch nicht, oder? Weil Sie haben es ja gemacht. Ein ausgewiesener IT-Spezialist sind Sie, haben unsere Recherchen ergeben. Genau, mein Bekannter, der kennt Sie auch ganz gut. Sie haben vor ein paar Monaten zusammen gearbeitet. Ne? Und Sie sind sehr gut in dem, was Sie tun. Und warum? Weil Sie einen Keil zwischen die beiden treiben wollten. Sie haben sogar eine Beziehung vorgetäuscht, die Sie gar nicht haben. Ja,
Und ich wette, das würden wir in ihrem Schrank gucken. Würden wir auch die besagte Jacke bei ihm finden. Und zum anderen bin ich mir auch sicher, dass sie den Tracker in der Tasche versteckt haben. Sie waren es, der sie gestalkt hat, hä? Ja, sie würden auch die Jacke bei mir finden. Oh. Ja. Du, Janis? Ja, ich habe auch das Video gemacht. Was? Ja. Du bist doch mein langjähriger Freund. Wie kannst du mir sowas antun? Ja, genau das ist das Problem. Ich bin immer dein langjähriger Freund. Aber du bist jetzt mit Robin zusammen und ich bin seit Jahren nicht verliebt. Das ist jetzt meine einzige Chance, dich vielleicht mal... Und dann machst du sowas? Du wolltest uns auseinanderbringen? Du wolltest mich ins Unglück stürzen? Ich wollte dich nicht ins Unglück stürzen. Ich wollte einfach nur dein Herz gewinnen. Trotzdem, ich verstehe dich nicht. Sowas macht man nicht. Man bringt nicht jemanden auseinander, um einfach glücklich zu sein. Ich liebe dich seit Jahren. Das, was sie gemacht haben, das ist strafbar. Das ist Stalking und noch vieles, vieles mehr. Und wenn sie für die ganzen Straftaten mit einer Bewährungsstrafe nach Hause gehen, dann haben Sie Glück gehabt. Der Staatsanwalt wird es bei Ihnen melden. Und jetzt gehen Sie. Janis Steinbeck wurde unter anderem wegen Verstoßes gegen das Recht am eigenen Bild, Verleumdung und Nachstellung zu einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Lea Schiller und Robin Bruckner sind wieder ein Paar und freuen sich auf ihr Baby. Also.